Burton auf his Sister's Fate, A Boy and the Slimbo. Und damit heiße ich euch willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin, nach wie vor, und ich begrüße euch zu einem neuen Durchgenudelt. Wir spielen Limbo, ein Spiel, das wohl jedem bekannt sein dürfte, zumal es schon seit einiger Zeit existiert. Und ein Spiel, das mir selber sehr gut gefällt und da auch seinen Weg hierher gefunden hat. Bei weitem keine Premiere. Das Spiel wurde hier auf Game Inc. schon einmal angespielt, von mir und Jan zusammen. Wir haben es leider nie fertig machen können. Und darum dachte ich mir, wird's doch mal Zeit, um vollendeter Dinge nachzugehen. Wir spielen diesen kleinen Jungen hier im Rahmen eines 2D-Side-Scrollers, wie wir hier deutlich sehen können. Alles schwarz-weiß gehalten, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich bin ein großer Freund von Schwarz-Weiß. Schlechthin. Und dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Wir befinden uns hier, wie der Satz zu Beginn vermuten lässt, naja, im Grunde eigentlich klarstellt, in Limbo, zu Deutsch Limbus. Und das ist der Ort, den man unter anderem auch als, Moment, als Vorhölle bezeichnen kann. Dort halten sich die Seelen, zumindest laut katholischer Theologie, auf, die unverschuldet vom Himmel ausgeschlossen worden sind. Und um den Satz ins Deutsche zu übersetzen, ungewiss um das Schicksal seiner Schwester betritt ein Junge, wir sehen ihn hier vor uns, Limbus. Wir können uns also ausmalen, was die Schwester wohl angestellt haben mag. Oder auch nicht, zumal man hier ja unverschuldeter Dinge hingerät. Tja, was wird uns erwarten? Da können wir gespannt sein. Auf jeden Fall sind wir schon mal in einem Schiff gelandet, das hier über das Wasser treibt. Ich muss sagen, ich habe das Spiel schon einmal gespielt. Ist aber auch schon eine längere Zeit her. Ich glaube, das war, bin mir nicht sicher, 2011, 2012, da ist es da auch ungefähr rausgekommen. Damals für die PS3 und Windows, mittlerweile für unzählige andere Plattformen. Was dem Ganzen hier aber auch nicht die Show stehlen soll. Wir spielen das Spiel nochmal von Anfang an, wie gesagt, ich und der Jan haben es angefangen, nur nie vollenden können, weil er ja, wie einige wahrscheinlich von euch wissen, umgezogen ist. Und da das Spiel dann doch von der Atmosphäre lebt, wäre es recht töricht, den Anfang einfach so nicht zu machen. Sehr guter Sound an der Stelle. Die Schritte, wie sie da in die Tiefe des Waldes hallen. Und hier auch schon die erste Falle. Für die, die da nicht waches Augen sind. Die rennen da rein und sind tot. Wir können uns überraschen lassen, wie oft wir hier wohl draufgehen werden. Denn viel hält unser Junge hier nicht aus, der tatsächlich auch namenlos ist. Der am Anfang erwähnte Satz ist alles, was wir haben. Es gibt im Grunde keine Vorgeschichte, keinen Plot. Es ist eines, es ist eigentlich zu gewissen Teilen das Spiel schlechthin, wo man sich auf eine Reise begibt, wo man nicht so wirklich weiß, warum und woher. Okay, wir wissen, wir haben das mit der Schwester am Start. Okay, da kann ich nicht hoch. Wir haben das mit der Schwester am Start. Oh, verdammt. Aber warum genau das Ganze? Was die gemacht hat? Und wie es dazu kam, dass wir jetzt auch hierher kamen? Ich meine, wenn Limbus der Ort der Seelen ist, dann müssten wir im Grunde tot sein. Da weiß man nichts zu.
Und es ist entsprechend fragwürdig, ob man da Informationen zukriegt. Und es ist im Grunde das Spiel dahingehend, wie ich vorhin schon gesagt habe. Da es nämlich einige Nachfolger gibt sozusagen. Also Spiele, die das Ganze im Grunde imitiert haben, nachgemacht haben. Da kann man dann schon sagen, dass das Spiel hier auf jeden Fall seinen Reiz hat. Sonst wäre das wohl nicht so passiert. Sehr schön gemacht mit der Umgebung hier. Wir sehen hier eine Schnur, die darunter hängt. Da können wir uns dranhängen. Wir kommen nur nicht ran. Fügt sich aber gut in den Hintergrund ein. Also man muss da teilweise schon ein bisschen die Augen offen halten. Sonst übersieht man den einen oder anderen Weg. Ja, wir können uns schwingen. So, dann einmal darüber. Oh, das war zu früh. Geschicklichkeit lässt grüßen. Auch ein wesentlicher Part bei dem Spiel hier. Es kommt da nicht selten aufs Timing an. Das ist dann schon oftmals eine, ja, Herausforderung, manchmal sogar eine richtige Farce. Was dieser kleine Junge hier so anstellt, Mensch, ich weiß nicht, ob ich das auch machen würde, hier einfach so die Äste hochspringen. Das da oben links, das sind die Errungenschaften, die man da einsammeln kann. Oh. Tja, und da sind wir auch schon gestorben. Schmerzhafter Tod. Hat sich auch sehr ungesund angehört. Und wie gesagt, das sind die Errungenschaften, die man da erreichen kann. Am Anfang haben wir schon eine gehabt. Man möge sich an dieser Stelle nicht wundern, warum ich da keine bekomme. Denn das Spiel ist schon einmal durchgespielt gewesen. Bei weitem aber nicht alle erlangt. Vielleicht finden wir noch ein paar weitere. So, jetzt hier hoch. Und dann einmal hier. Ist ja ganz witzig, dass man auf die Ästen herumlaufen kann, aber nicht an den Baum stößt. Klar, die Äste können wohl etwas nach vorne gehen und etwas nach hinten gehen. Och nee. Ja gut, wir lassen die Errungenschaft da oben mal lieber liegen, sonst gehen wir hier noch drauf. Wie vorhin schon. Denn wie gesagt, das meiste haben wir hier schon eingesammelt. Da wollen wir uns nicht unnötig dran aufhalten lassen, sondern lieber unserem nicht vorhandenen Ziel folgen. Hier schwirren die Fliegen. Das verheißt nichts Gutes. Das Wasser scheint nicht ganz, ja, rein zu sein. Und wieder ist es seelenruhig. Da oben ist eine Falle. Oh, aber fast. Da ist auch schon unser erster Gegner, der uns das Leben schwer machen will. Eine Riesenspinne. Eigentlich eine ganz schicke Idee. Auch wie sie sich da getarnt hat. Als seien die Beine Äste. Soll jetzt nicht in die Falle reinlaufen.
Ja, das ist ungeschickt gewesen. Er lässt die Falle los und dann rutscht sie noch ein wenig. Ich stand natürlich sehr ungünstig da. Na, wenn ich... Nein, Moment, er lässt sie nicht rutschen, aber die ist doch vorhin gerutscht, oder? Da, tatsächlich. Da muss man aufpassen. Und jetzt geht's der Spinne hier an den Kragen. Da kann sie einem schon fast leid tun. Eine Entschuldigung meinerseits an alle Spinnenliebhaber da draußen. Aber ihr werdet das ja verstehen. Ihr seid mit großer Wahrscheinlichkeit auch Spieleliebhaber. Sonst wärt ihr nämlich nicht hier. So. Jetzt werden wir dann noch das dritte Bein stutzen. Na komm. Und zack. Das Geräusch, das sie von sich gibt, ist ziemlich furchterregend. Gerade wenn man Kopfhörer auf hat. Da verschwinden die Augen tatsächlich. Es hört sich an, als ob die Kopfhörer kaputt wären mit den ganzen Störsignalen. Dann geht's wieder in eine Höhle. Oh Junge, zum Glück diesmal keine Falle hier unten. Da war ein Geräusch. Okay. Tja, und da hängen wir fest. Der Junge ist nicht gerade der Hellste. Im Gegensatz zu den Spinnenweben hier. Stelle ich mir sehr unangenehm vor. Aber glücklicherweise war die schwarze, ich nenne sie mal die schwarze Witwe, weil sie so schwarz ist, da trifft sich das doch ganz gut. Glücklicherweise war sie nicht sehr bei der Sache, ihrer wohl zu sicher. Und wir können hier entkommen. Ist auch ganz witzig, wie wir hier entkommen. In Form dieser Puppe. Es ist natürlich die Frage, wie weit wir so kommen. Oh Mann, 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 das war echt knapp. Zweimal sind wir schon drauf gegangen. So, dich rollen wir rüber. Wunderbar. Und erschlagen lassen wir uns nicht. Wir sind doch nicht blöd. Mediamarkt lässt grüßen. Ah, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Da spahnt sich schon wieder das Böse an. Böses ist im Busch. Wo sind Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube, wenn man sie mal braucht? Nicht zur Stelle. Nein! Oh. Ja, da sind wir schon beim besagten Timing. Da ist er mir abgerutscht. Mensch, Junge, du musst dich hier mehr anstellen. Und zwar mehr vom Besseren.
Wir verlieren eine ganze Menge von den Spinnenweben hier. Jetzt hüpft er nicht so wild herum, Mensch. Hinter dir ist die Gefahr, vor dir ist die Gefahr, unter dir ist die Gefahr und gleich auch über dir. Du solltest dir deiner ganz genau bewusst sein, was du da machst. Sicherheit und Präzision sind hier verlangt. So. Wunderbar. Und befreit vom Unnötigen. Mit einem kleinen Rest, der da hängen bleibt, was aussieht wie eine Feder. Ha, wir können wieder hüpfen. Gut, das konnten wir vorher auch, aber wir können wieder hüpfen. Und rennen durch das Gras. Das ja, wie ich finde, sehr schön aussieht, wie es da im Winde weht. Und da haben wir, was ist das, eine Puppe? Eine Puppe tatsächlich. Ich weiß nur nicht, ob man Puppen so spielt. Und drüber. Und drüber. Oh, Junge, 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 Junge. So viel dazu. Glücklicherweise haben wir die Möglichkeit, aus unseren Fehlern zu lernen. Einmal rüber und gleich wieder zurück. Und gleich wieder zurück. Ah, wunderbar. Es ist ja nicht so, dass man nicht auch einen Stein da hochwerfen könnte. Aber das wäre ja viel zu einfach. Wer mag es schon einfach? Also er hier ganz sicher nicht. Sonst würde er das hier nämlich nicht machen. Lauf und drüber. Meine Güte. Für so einen kleinen Jungen kann er ziemlich weit springen. Das muss man ihm lassen. Guck mal, da hinten, da ist irgendwas aufgespießt. Und es sieht ein wenig menschlich aus. Und das hier ist garantiert nicht durch Zufall entstanden. Das heißt, wir haben hier ein wenig, nanu, die Möglichkeit, in Erwägung zu ziehen, dass hier noch andere Menschen sind und nicht nur wir selber. Oder genauer andere Seelen. Immerhin sind wir in Limbo. Und wer sowas konstruiert, der ist nicht freundlich gesonnen oder gesinnt. So, hier gleich hoch. Guckt euch das an, Mann. Überall Fallen. Junge, Junge. Dem muss echt einiges an seiner Schwester liegen, dass er das auf sich nimmt. Dafür, dass er noch so jung ist. Ich schätze ihn mal auf. Also wirklich höchstens 10 Jahre. Das ist ja noch ein kleines Kind. Da haben wir eine Attrappe. Ja, da lassen wir uns aber nicht einschüchtern. Von wem auch immer. Von dir. Der ist schon deutlich größer als wir. Und da hinten sehen wir ein Baumhaus. Also gibt es ja offensichtlich doch andere, ja, Menschen oder Seelen. Noch einmal eine Möglichkeit zu sterben. Wir haben hier echt viel Auswahl. Und ich glaube, da kommt schon die nächste. Brennende Reifen. Meine Güte. Das habt ihr euch so gedacht, ne? Aber nicht mit ihm hier. Glücklicherweise brennen wir nicht. Obwohl wir durchs brennende Gras rennen. Jetzt wirft ihr auch noch Steine. Boah, feige seid ihr. Mann, Mann, Mann. Ich muss ja gestehen, diese Leiter erweckt nicht den Eindruck von Stabilität. Und doch ist sie es. Typisch Limbo. Paradox bis zum geht nicht mehr. Weil es so schön war, wiederholen wir das Ganze noch einmal. So, hier ist das Ganze schon sehr viel heller.
kommen aus hier auf jeden Fall aus dem Wald. Ein wenig raus, habe ich den Eindruck. Da hinten ist einer aufgeknüpft. Und der sieht mir nicht aus wie eine Puppe. Die Frage ist ja. Oh Junge! Im Flug erwischt. Ja, ich war abgelenkt vom Gedankengang, nämlich die Frage nach dem Auslösen dieser Fallen. Wer macht das? Wie passiert das? Ich sehe ja keine Knöpfe oder sowas, wo man aus Versehen drauf steigen könnte, die man am Boden nicht sieht. Okay, du ziehst das da hoch. Du willst offensichtlich nicht, dass ich da hochkomme. Dann eben nicht. Aber sei gewarnt, ich nehme das persönlich. Ja, hörst du? Ich nehme das persönlich. Wir sehen uns noch, ja? Wir sehen uns noch. Hier, ich habe zwei Augen und du hast keine. Wir sehen uns. Oder ich sehe dich. Frösche. Und Spinnen. Siehst du? Ich habe doch gesagt, wir sehen uns. Hättest du mal lieber auf meine Augen vertraut. Immerhin habe ich zwei davon. So, und du folgst mir hier immer noch? Da müssen wir auf dich warten. Mittlerweile hast du nur noch wie viele? Fünf Beine, kann das sein? Oh nein, nein, nein. Nein. Habe ich schon das Timing erwähnt? Das sah echt makaber aus. Einmal durchs Rückenmark hindurch aufgestochen. Aufgespießt worden. Oben rein, unten raus. Und ich rede nicht von Nahrung. Unangenehm. So. Und diesmal ist das hier wunderbar gelungen. So. Und hier gleich hoch. Und drüber. Und drüber. Oder hoch. Da hat schon. Oh, da unten bricht's ein. Wunderbar. Da hat schon jemand die nächste Falle für uns bereitgestellt. Die uns jetzt zum Vorteil wird. Ja. Eine Falle, die uns zum Vorteil dient. Das ist doch mal was. Könnte öfters passieren, könnte öfters passieren. Geht's da unten runter? Nein, ich bezweifle es. Und einmal hoch. Tja, und schon sind wir wieder allein. Die Spinne haben jetzt mittlerweile wohl abgehängt. Da sollte nicht mehr viel übrig bleiben. Außer Unzufriedenheit, Wut, Hass und all sowas. Tja, wir scheinen doch immer noch tief im Wald zu sein. Was macht ihr da? Hallo? Immer noch? Oh Mann, hey. Du kennst das Wort aufgeben auch nicht, oder? Nee. Ja. Ist unangenehm, nicht wahr? Aber ich denke, du hast auch mal sprechen gelernt und dann musst du halt hinnehmen, dass es das Wort aufgeben auch gibt. Was die sich wohl gerade denkt. Ich meine, die muss sich ja ziemlich verwirrt vorkommen. Zumindest für diesen Moment.
Anscheinend ist hier alles irgendwie ziemlich groß und gleichermaßen klein. Also der Rabe hier ist schon mal ziemlich groß oder die Krähe. Im Verhältnis zur Spinne doch ziemlich klein. Wir haben wieder eine dieser wunderbaren Leitern. Und hier hinten, ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Gehen wir hier hoch. Vertrauenserweckend, wie das ist, kann man einfach nicht widerstehen. Nein. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Weil es so geil ist, springen wir auch noch gleich auf diese sehr sicher wirkende Kiste. Oh, pardon, ich meine diese sehr sicher wirkende Kiste. Der da hinten, der ist der Sicherheit wohl verfallen. Tja, so viel zur Sicherheit. Hast du so viel von gehabt, nicht wahr? Ein wenig Risiko muss auch sein im Leben. Tschüss. Und jetzt kommen wir hoch. Und weiter geht die ungewisse Reise. Die Frage ist ja, was die Schwester, die wir hier offenbar suchen, die ganze Zeit macht. Ja, ich meine, hat sie diesen Weg, den wir hier zurücklegen, auch zurückgelegt? Was sind das für Maden? Hat sie sich verlaufen? Verirrt? Oder irgendwas in der Art? Das werden wir feststellen, aber nicht jetzt, sondern erst in der nächsten oder übernächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es erneut heißt Limbo, die Reise ins Ungewisse und auf der Suche nach der Schwester des Unbekannten. Bis dann.